Hier sind wir wieder. Wir jagen. Ihr habt fast nichts verpasst. Sie will zurück zum Rudel. Ja, sie will. Nee, sie weiß nicht, wo das Rudel ist. Es ist eine Herde. Ein Rudel haben die nicht. Ja, ist eine Herde halt. Wieder Regal. Egal. Ist jetzt tot. Da hinten ist ihr scheiß Rudel. Mmh, lecker. Mmh. Warte dran. Snack weg. Voll. Das war aber auch knapp vom Leben bei mir. Echt? Ja, dann ich bin voll. Ja, noch, aber... Ich kann mich schon mal dem Rudel nähern. Ja, so, ich bin auch schon voll. 650, also zwei müssen wir noch. Oh, die ist schon angeschwächt, oder? Wo bist du? Da. Oh, hier, hängt schon dran. Die wird auch gleich loslaufen. Ah, die will gar nicht mehr laufen. Doch, doch. Wie du erstmal reingehst. Und Spoiler. Ich verfolge halt die wir uns ausgesucht haben. Eine Spoiler, in der nächsten Folge sehen sie, wie Sly sich bis auf den Bart auszieht und den Bratmaxe-Song singt. Was? Der Bratmaxe-Song. Okay. So, jagst du die halb über die Prärie, ja? Ich warte gerade auf dich. Ja, ich frage mich, in welche Richtung du jagst. Ah, da, okay. Du hängst ran? Ja, ich sehe es. Das hilft ja auch nicht, wenn ich ranhänge. Und doch, macht wesentlich doch. Weniger Schaden. Das bremst halt ein bisschen aus. Also Geschwindigkeit ist, glaube ich, echt das, was der Wolf als Wichtiges hat. Ja, ich dachte auch, wir sprechen uns ein bisschen ab. Aber das ist eigentlich, mache ich den ganzen Fight meistens. Naja, den größten Schaden mache ich. Du. Genau, aber ich schaff's meistens ranzukommen und kann ein bisschen mehr zubeißen. Ja. Ich versuche ja mal von der Seite zu flanken. Aber du flankst mal gerade. Ich kann die halt nicht so gut lenken, wenn ich dran hänge. Schön an der Kehle. Zehn Elche getötet. Doch, bitte. Den Elche. Er läuft. Guck mal, es wären 1000 XP. 1500 XP. Ich bin bei. Also, ich habe eine Stärke von 75, eine Stamina von 38 und Speed von 38. Ich habe eine Stärke von 0, eine Stamina von 50, eine Speed von 100. Wolltest du auch gleich richtig wissen. Deswegen ziehe ich dir auch so unglaublich krass weg, ja? Wo ist denn der Rudel? Der Rudel. Die Herde. mein Rudel, Alter. Oh, warte mal. Wir machen heute Türkendeutsch. Hast du eine Spur? Nee, aber Krähen. Wir waren am Rand, so viel weiß ich. Wir sind, glaube ich, ich schnuppe aber noch nichts. Das hier ist Dicky vor einer Minute. Die China, bitte. Die China vor einer Minute. Nee, ich sehe sie nicht mehr, sie sind weg. Oder wir müssen nochmal einen anderen Hunting Ground, das kann natürlich auch sein. Wir finden halt noch ein bisschen was Kleines. Ein paar Kojoten, ja, eine Möglichkeit. Bin hier tatsächlich gerade. Der Song ist da, trau dich. Ich glaube, ich habe hier ein Tier, ne, einen Baumstamm. Ah, dicht dran. Ich habe hier einen Baumstamm. Ein Baumstamm. Ich sehe es tatsächlich. Ihr habt Bratmaxe-Song euch gewünscht. Ich sehe das. Einer hat sich hier im Song-Request den Bratmaxe-Song reingeschmissen. Wenn du Bratmaxe grillst. Ich weiß nicht, ob da was sein wird, aber das können wir natürlich da oben gerne mal checken. In dem Forest. Ich bin einfach nur wahllos weitergelaufen. Jo, why not? Ich meine, normalerweise wäre da hinten jetzt, wo der Name steht vom Wald, wäre ein Wolfsgebiet, wo man andere Wölfe treffen könnte. Im Singleplayer. Du gehst wieder zurück? Ja, ich hoffe, dass ich nochmal einen Rudel finde irgendwie. Ja, es gibt notfalls die Möglichkeit, noch irgendwie Luchse zu jagen oder. Ich sehe halt keine. Wenn ich euch hier sehen würde, würde ich sofort drauf losgehen. Ja. Bist du Bratmaxe? Meinst du? Ah, ich hätte voll Bock auf Grillen gerade, ne? Ich bin ehrlich, Leute.
Tatsächlich auch. Schönes Rehsteak. Keine Ahnung warum. Ich hab grad voll Bock auf Reh. Auf Reh? Kann ich es überhaupt bestellen? Sicherlich. Warum sollte man es nicht bestellen können? Gegrilltes Essen bestellen? Nee, einfach nur Reh und dann grillen. Ich habe weder eine Geruchsspur aufgenommen, noch irgendwas. Ich glaube auch, dass die Herde despawned ist. Ich hab sie! Entgegengesetzt von dir, ich treib was runter. Ich komme schon zu dir. Warte. Ja, ich sehe sie auch, alles klar. Ich bin dort, wo die Elchkuh ist. Ich habe ein Target. Das, was da rennt? Ja. Rechts oder die linke? Alter, wo du dranhängst. Ich wollte gerade sagen, besser könnte ich sie jetzt nicht markieren. Wo ist sie? Hier, ich beiß rein. Ah, sehr schön. Was du an Geschwindigkeit zu viel hast, habe ich an Stärke zu viel. Wir hätten beide vielleicht einfach ein gutes Mittelmaß wählen sollen. Stattdessen sind wir beide einfach. 33 sind, glaube ich, echt eine gute Wahl. Stattdessen sind wir beide einfach direkt in die Extreme abgedriftet. Ja. Ernsthaft? Bist du getroffen? Ja, voll, aber eigentlich wollte ich in der Kehle hängen bleiben. Ich habe ein Stamina-Level, doch. Das seht ihr oben links, seht ihr das? Ja. Jetzt halt aber still, Scheißvieh! Ich beiß dir auch in deine Herde in den Arsch, da habe ich kein Problem mit. Was jetzt davon? Und da kommt Tequila. Ah! Na, endlich hält er still. Na, jetzt komm her. Ich halte auch ein paar Hits mehr aus, ne? Das ist gerade mein großer Vorteil. So. Ja, jetzt habe ich Achievement Rank Pop. Hast du? Rank Pop? Ja. Jetzt Rank können wir. Pop. Jetzt können wir endlich Bubis züchten. Yay! Okay, so. Und jetzt? Ich würde ganz gerne jetzt hier einmal noch Richtung Dry Creek gehen. Oder dann am Amethyst Mountain, The Burn und Dry Creek. Dann haben wir so alle Stellen einmal abgelaufen. Und dann betreten wir die nächste Karte. Warum denn? Damit wir die Karte einmal komplett entdeckt haben, was da so ist. Da ist doch nichts. Weiß ich nicht. Also normalerweise sind da Wolfgebiete und ich würde schon ganz gerne schauen, was da ist. Ja, wenn der Multiplayer aber gar nichts angezeigt ist, dann brauchen wir doch nicht hingehen. Aber das steht doch nicht ohne Grund der Annahme. Ja. Ja, die Fliegen. Ich hätte eher gedacht, dass wir jetzt uns hier jetzt auch was suchen können. Ich finde das schade, dass wir der Karte gar nicht dingensen können. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, als ich das Let's Play mir angeschaut hatte. Oh, geil, guck mal hier. Ganz alleine. Du weißt schon, dass das schief geht, ne? Er hat auch kein Interesse. Der hat es mir richtig hart gegeben. Ein Hit. Ein Hit, ich bin fast verreckt. Und ich habe mehr Stärke als du. Okay. Das, was man machen müsste, wäre ja auch eigentlich, dass du so um Intrum rumrennst. Der ist richtig hart. Also das Beispiel, jetzt müsstest du ihn in den Po beißen. Wo bist du? Oh. Aha. Hat er dich getroffen? Ja. Der macht halt Damage auf Doom. Ja, also man würde es schon hinbekommen. Immer wieder dran vorbeirennen und einmal kurz reinbeißen. Dran vorbeirennen und nicht sterben. Jetzt hast du keine XP mehr. Ich habe nur, glaube ich, 500 verloren. Sicher? Hoffe ich. Es war bei 0. Schauen wir mal. Wie er einfach steht, ganz easy und locker. Und? 1000, ich habe nur 500 verloren. Okay, dann lass uns hier abhauen, da oben ist Essen. Da oben ist Essen, das höre ich gerne. Im Chat alle so, geil, ist gestorben, freut sich voll in Keks, ey. Das ist schlimm mit denen. Ich muss mal den Chat mit dem aufmachen, dass ich ihn sehe. Da. Euer Multistream lastet meine GPU voll aus? Ernsthaft? Welche, die Website oder was? Ja. Ich bin etwas down. Ein bisschen. Ah, es wäre ganz geil, danke. Ja, mich wundert das gerade. Dabei ist voll das gut. Einfach nur zwei Twitch-Streams. Also. Ja, gut, das ist halt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er für einen Rechner hat. Ja, gut, er nimmt die GPU, nicht die CPU. Er ist die Frage, was für eine Grafikkarte er hat. Also ich bin voll.
Ich hab da keine Probleme. Ja, wie gesagt, ich wollte einmal auf die Karte schauen, was hier unten in Amnetis Mountain ist. Dann gehen wir über The Burn, Dry Creek. Und da müssten wir dann technisch, eigentlich geht man über Dry Creek raus in die neue Zone. Über Dry Creek? Achso, okay. Ja, so ein ausgetrockneter Fluss. Ja, Taskmanage ist meine GPU beim Edge durch 100%. Ich würde auch sagen, probier mal den Chrome. Warum nimmst du auch Edge? Ich glaube, der Edge ist tatsächlich einer der problematischeren Browser. Wofür? Guck mal, bist du so langsam, alter Mann? Was ist deine Funktion, um Chrome Dawn zu laden? Das hier. Ah, hier, Campfire. Hier müssen wir irgendwo ein Campfire finden. Schieb mir dann Lock. Find the Campfire. Ich hab's schon, ist bei mir hier. Oh, bei dir ist es? Ah, wo ist es? Ah, cool. Guck mal, es gibt doch was zu entdecken. Und jetzt? Ich weiß nicht. Können wir pissen? Es gibt doch Pissen hier, oder? Mach mal. Growl, Hole, Feed Pups, Send View. Mark Territory, P. Nee, funktioniert nicht. Schade. Ja, wahrscheinlich, weil wir kein Territorium markieren können. Ja, weil wir noch keins haben. Okay, dann lass zu The Burn gehen. Ah, cool, haben wir was entdeckt. Firefox Chrome Edge Internet. Ich würde sagen, der Chrome ist besser als der Firefox, weil der Firefox bis heute immer noch keinen nativen Flash-Support hat und auf die Flash-Erweiterung angewiesen ist. Ansonsten alternativ Opera. Ja, Opera hat das Problem, dass sie Kompatibilitätsprobleme haben. Ja, also ich persönlich benutze Ironware. Das ist auf Chromium-Basis. Ich nutze den Chrome und bin damit sehr zufrieden und glücklich. Nur wie gesagt, Ironware finde ich ein bisschen angenehmer als... Der einzige Nachteil ist am Ironware, dass der kein Auto-Update hat. Also ich war jahrelang, war ich Firefox-Fan? War ich nie Fan. Ich habe früher Opera eine lange Zeit benutzt. Ich habe mich immer geweigert bei Firefox. Und der Firefox hatte halt irgendwann das Problem, dass er total instabil geworden ist, also wirklich andauernd abgeschissen ist. Und ja, Flash wird so oder so nicht mehr lange existieren. Das haben sie schon vor 5 Jahren gesagt, dass der Flash-Support eingestellt wurde. Was mich wundert, ich bin ja ein Level aufgestiegen. Warum kann ich keine neuen Stats mehr geben? Keine Ahnung. Würde ich ja gerne wissen, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Es gibt anscheinend keine Stats, die man sich so setzen kann. Ich frage mich, ob die von alleine hochgehen. Ich tippe ja. Anders kann ich mir das ja nicht erklären. Ich habe halt alles noch gleich. Also ich würde sofort sehen, wenn bei mir ein Wert sich ändert. Stimmt. Aber welchen Sinn hat es denn dann? Vielleicht wirst du von alleine stärker, wenn du es merkst. Ich weiß es nicht. Das kann sein. Ein bisschen weiter rechts, wa? Ah, The Burn. Ja. Also das scheint hier irgendwie ein Wald gewesen zu sein, der abgebrannt ist. Oder wie darf ich das verstehen? Sieht oder das ist das alles an Nightplugs? Oder auch zu The Burn. Mit Widerhaken. Läuft. Ja, so heißt ja auch The Burn. Oder brennt hier vielleicht irgendwas bei The Burn? Das Ding hat vorhin schon komplett abgesucht, ne? Hier ist jetzt nicht das Elchgebiet, ne? Ja, wir waren aber daneben, waren wir auch. Also. Sicher? Ja. Nun gut. Da gibt's noch was zu essen. Ah, hast du was zu snacken gefunden? Ja, ich mag ja Aas. Wölfe essen alles, ne? Frisch, kleine Nager, Aas, scheißegal. Okay, das wusste ich auch nicht, dass Wölfe einfach alles essen. Wölfe essen alles. Die essen Aas, wenn an harte Zeiten, ansonsten essen die auch kleine Nager. Die jagen auch in Rude. Zu harten Zeiten. Ja. Oh, ich hab einen Fuchs! Du kriegst du doch eh nicht, das ist viel zu lang. Nee, aber ich brauch dich ja dafür. Ja, jag ihn zu mir, ich bin halt noch hier oben. Ja, hier unten, du musst es. Ich versuche ihn zu dir zu jagen. Da ja, es klappt sogar. Ich kann ihn ja treiben. Immer entgegengesetzt. Wo ist er hin? Hier. Alter, wie der einfach schneller wird, wenn du am Arsch von ihm bist, ne? Bei mir so, alles klar, hält mein Level und Dicky kommt weg, ist er. Aber der wird halt auch hart, ne? Fuchs, aber es hat ja auch ein extra Achievement gegeben für einen Fuchs, ne? Also das scheint echt nicht einfach zu sein. Du könntest ihn jetzt in meine Richtung treiben. Ich vertreibe ihn nach rechts. Sehe es so grob, ich versuche hinterher zu kommen. Alter, wie viel Leben hat der denn? Ja, ich habe noch kein einziges Mal gebissen. Komm mal nicht ran. Ich
ran so bleibe, warte, mal gucken. Die halbe Prämie hier abgelaufen nach dem Fuchs. Ich meine, Gott sei Dank haben wir schon einen erlegt, aber trotzdem. Ich treibe ihn nach links. Ah. Okay. Vicky treibt ihn wieder runter. Alter! Ich bin genau auf ihn zugelaufen. Zu ja. Alter, ich habe gedacht, jetzt kann ich im Sprint mal anspringen. Sei doch mal still, du dummes Stück. Kann ich dir nur noch mal entgegenjagen, wenn du mir sagst, wo du bist. Ich bin genau neben dir, siehst du das? Ja gut, dann kann ich dir nicht entgegenjagen. Ja, das hatten wir eben schon probiert, da ist er direkt ausgewichen. Jetzt? Ja, ich hab mir erwischt. 3 Hits brauche ich mit ihm. Ein Biss macht ein Drittel. Okay, dann nimm noch mal Abstand. Ich reib ihn nach links. Ja, dass du das echt treiben musst, okay? Mal aus. Nee, das hat nicht gepasst. Nee. Ich geh wieder zurück. Müsste eigentlich schon auf dich zukommen. Ja, das war nix. Okay, ich gehe mal links rüber. Du kannst ihn gleich rüber treiben. Komm, dreh dich um. Ja, sorry. Andere muss mich kurz ausruhen. Ja. Also ich merkte schon, dass ich langsamer wurde. Und Gas. Komm! Jawohl! Down! Also, nachdem du ihn ein bisschen angehittet hattest, konnte und ich, nachdem ich die Ausdauer gereckt habe, konnte ich ihn auch kriegen. Alter, ey. Fuchs ist aber auch schon hart. Okay, hier ist eigentlich Dry Creek, wo wir nachher lang müssen, um ins neue Gebiet zu kommen. Ja. Jetzt schauen wir mal gerade, ob wenn wir lang gehen, ob automatisch auch so ins neue Gebiet gehen. Ob es dann hier tatsächlich endet. Hier ist Ende. Ja, dann werden wir wohl die neue Karte aufmachen müssen. Also ein bisschen schade, dass im Multiplayer halt die Missionen nicht aufploppen. Ja, soll ich die na, soll ich gleich die Stadt laden? Ja, musst du sowieso. Ja, dann gehen wir direkt über ins nächste Gebiet. Also normalerweise Singleplayer, wie gesagt, wäre es so, dass ihr, wenn ihr einen potenziellen Partner dann gefunden habt, dass ihr dann Lost übergeht River, in eine neue Stadt. Ich joine den Game, ja? Lost River? Du hast nur diese eine Wahl bei Race Pubs. Du hast keine andere Wahl. Ich mache jetzt Race Pubs, mache ich jetzt. Ja. Ah, alles klar. Ich dachte, wir machen Packlife weiter. Nee, ist das ganze Leben. Alles klar. Warte. Ach, warte mal. Ich könnte zurückgehen und mir meine Stats gerade mal ändern. Modify Abilities. Und? Kannst du die ändern? Ja, kann ich. Ich lasse meine so. Ich mache alles auf 50. Ja, okay. Es geht nicht alles auf 33. Nee, es geht alles auf 50, habe ich gemacht. Das ist besser als das von eben. So. Okay. Ich starte? Ja, mach mal bitte. Ist auf. Name. Login ist ja bekannt. Game das XX. Nö, existiert nicht. Oder ich habe es falsch geschrieben. Nochmal? Ja, ich komm rein. Was soll ich jetzt machen? How hard is it life? Put this read variable the true. Was? When food is readable, variable, ich habe keine Ahnung, was das heißt. The life of wild wolf is reality, relativ einfach. Wenn Essen is scary, even the tusked wolf have a hard time. How hard do you want your life? Pretty easy, challenging, adulos oder bring it on. You can change it any time in the game settings. Mission achievements are based on the lowest difficulty for the game. Ja, was soll ich sagen? Pff, mach mal die zweite Schwierigkeitsstufe. Nicht very easy, sondern was danach kommt. Okay, challenging. Find a Dan. Genau, wir müssen uns jetzt nämlich erstmal. Jetzt Dan haben suchen. Wir hier aber auch Wölfe. Da kann ich hier auch männlich sein, oder was? Nein. Wie ist das schon Sinn? Das, mein lieber Freund, sind gegnerische Wolftruppen. Da sind schon Rudel. Du bist ja sicher, dass wir es überhaupt können? Du bist weiblich, ich bin männlich. Also so. Du weißt es auch bloß nicht.
Überall sind jetzt diese grünen Dents. Ja, da gehen wir jetzt hin. Die müssen wir einmal checken. Ich würde sagen, wir fangen an, wir schauen uns alle drei einmal an. Der sinnvollste wäre eigentlich erstmals, aber wir können ja erstmal anfangen, indem wir jetzt hier links uns den ersten Hide suchen. Ich wette mit dir, ja? dass es nicht so ist, dass ich in den Rudel joinen kann als Weibchen. Warum? Wette, du kannst mich nicht decken. 90% Wette. Warum sollst du dich decken? Wir hätten bestimmt beide männlich sein können. Ich wette es mit dir. Wie soll das denn gehen? Indem jeder seinen eigenen... Dem, ja, ja, aber wir haben in der Karte davor kein anderes Geschlecht finden. Ja, in der Karte davor, aber jetzt auf der hätten wir es im Multiplayer. Nein, hättest du nicht. Das sind gegnerische Rudel. Gegnerisch. Ja, und davon tötest du das Alpha-Weibchen und dann... Da musst du nicht das Alpha-Weibchen töten, da musst du den Alpha-Wolf ändern. Ja, und dann wären wir die Anführer gewesen. Dann ist, glaube ich, etwas naiv an die Sache ran, aber... Ja, muss gucken, ob ich überhaupt ins Rudel reinkomme als Weibchen. Du musst dich doch nur schön bücken und mit dem Schwanz wedeln. Ich wette mit dir, ich hätte auch männlich spielen können. 90% Wette. Nein, der Chat wollte, dass du weiblich bist. Nein, du wolltest, dass ich weiblich bin. Du hast es mir falsch erzählt. Nein, der Chat konnte voten. Du hast es mir aber falsch erzählt. Wir hätten ja gar nicht gewonnen, wir wären jetzt uns beide männlich Glaub gewesen. Mir, du musst weiblich sein. Wie einfach 500 Kilometer schon vorrennt. Ja, aber ich will da hin. Ja. Aber ich habe halt ansatzweise nicht so viel Geschwindigkeit wie du. Ich bin jetzt auf 50. Da müssen wir uns den Dan erstmal anschauen, ob der überhaupt geeignet ist. Aber die Dickinette ist schon sehr amüsant. Near Dan, when the Dan is nearby, you find it out. You can choose to make it your home. Where will raise your pups? Ja, aber ich würde ja sagen, wir schauen uns erstmal so die Gegebenheiten der drei Deckflächen. Was stand denn dort da? Könntest du mir das übersetzen? Ja, wenn ich gleich da bin und es bei mir aufploppt, kann ich das tun. Ah ja. Mittelsetter Medio Dan, okay. Nearest egg grounds are some distance away, but there are no other wolf territories nearby. If you choose the site, you will travel further to hunt, but it's less very strange. Keep looking. Ich habe keine Ahnung. Ich übersetze jetzt gleich. Ich muss nur hier das ist trotzdem rauf. Also wahrscheinlich ist der Hunting Counter genau auf der, also der dennoch genau auf der anderen Seite ist der korrekt, der sinnvollere. So. Hier und mir ist der nächste Elkground ist. Nein, the nearest Elkground are some distance away. Der nächste Elchgrund ist ein bisschen entfernt. But there are no other wolf territories near. Aber es sind keine anderen Wolf-Territorien neben dir. If you choose the site, you will travel farther to hunt, but less worry about stranger wolves encroaching into your territory. Du wirst zwar zum Jagen weiter raus müssen, musst dir aber weniger Sorgen machen, dass fremde Wölfe dein Territorium angreifen. Wir machen erstmal Keep Looking. Wir haben ja nur drei zur Auswahl. Ja, genau. Jetzt würde ich sagen, wollen wir... Was ist eigentlich das Orangene ganz oben? Das Orangene? Wir haben meins lila, pinke da. Ja. Fremdes Wolf-Territorium. Einmal hinter. Da willst du rein. Mal gucken, was da passiert. Die greifen uns an. Ja, wir können ja erstmal gucken. Und sterben. Will ja nicht angreifen, wir können ja weglaufen. Oh, ein Bär. Lass mal reinrennen. Was ist denn das da hinten? Was ist siehst du das? Ich definiere, was ist da hinten. Ja, ein anderes Rudel. Möchtest du reinrennen? Na, Dicky? Kluge Idee. Erstmal ein anderes Rudel anheulen. Hörst du das Geknurre und das Zähnegefletsche? Nee, ist es zu leise eingestellt, glaube ich. Alter, die sind alles, nur nicht fröhlich. Jetzt höre ich. Dumme Idee, geh weg da. Ich wollte echt die Welt brennen sehen. Ich nicht, ich versuche ihn zu retten. Was soll ich denn tun? Das ist so cool, wie du halt wirklich davor stehst. So, ich will spielen, komm gleich, wir spielen. Und die reißen dir halt die Zähne weg. Wo kommt die her? Das ist so schön bekloppt, weißt du? Ich stehe hier als Weibchen, da leg mich um und du beschützt mich. Los, geh rein da. Guck mal, jetzt täuschen wir an. Warte, mach dich bereit wegzulaufen, okay? Gott. Oh. You entered another wolf territory. You should turn around before they attack your pups.
Ah ja. Siehst du? Und? Aber ja, okay, wir hätten beide sein. Männlich sein können. Wir hätten uns beide als Mann zerfleischen lassen können. Kluge Wahl. Welches wollen wir denn nehmen? Ganz unten? Wir gehen erstmal nach Osten. Das leichteste geht. Folg erstmal nach Osten. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, unten rechts wäre das leichteste. Unten rechts? Ich halte als aktuell, also von der reinen Logik her und Distanz würde ich Espenheit aktuell bevorzugen. Weil keine Wölfe in der Nähe sind. Genau, und wir haben halt direkt ein Jagdrevier vor der Nase. Das heißt ja überall. Ja, aber, ja, okay. Das nächste wäre tatsächlich Bison Peak. Genau. Aber wir können auch gerne Espen heiß gehen, habe ich kein Problem. Wir schauen uns jetzt alle drei an. Ich meine, wir wollen das Spiel ja nicht in 2 Minuten durchhaben. Ja, dann gehen wir zuerst nach dem unteren, wenn wir uns eh schon entschieden haben. Nee, lass doch erstmal nach Espen heil gehen. Ich will aber nicht hin und her latschen. Wieso hin und her? Wir müssen sowieso weil hin und her. Weil wir uns eh schon entschieden haben. Jetzt komm mit. Wieso haben wir uns da entschieden? Wir haben ja noch alle drei gar nicht angeschaut. Ja. Oh. Ich bin hier die Frau. Ich diskutiere. Kannst dich alleine decken. Dann sehen wir mal, was mit dir ist. Ja. Weißt du? Jetzt wisst ihr übrigens auch, warum der Dicky Laufen geskillt hat. Ne? Weil, damit er endlich mal weglaufen kann. Ja. Der einzige Grund. Ja. Ja, was hab ich dafür, wenn du so langsam bist? Ich bin nicht langsam, ich bin 50-50-50. Ich bin ausgeglichen. Ich bin nicht langsam, ich bin 50-50-50. Ich bin ausgeglichen, mein Freund. Ach ja, du und ausgeglichen. Ja, bin ich. Wir haben uns entschieden, die Frauen bestimmen doch. Also wir haben eigentlich jetzt genau richtig gespielt. Ich habe so lange mit ihm diskutiert, bis er meiner Meinung war. Das ist typisch Frau. Das lass dahingestellt sein. Es gibt Gott sei Dank auch ein paar andere, die das ein bisschen anders machen. Nein, die sind alle so. Wir holen die Schublade raus und ziehen direkt einmal fest am Knauf. Genau. Wasser. Nicht mal Wasser bremst ihn. Meinte Bootprints in Slow Creek. Ja, sauber. Achievements rattern hier gerade runter. Der Kluge gibt eben nach. Nee, das ist auch immer eine dumme Idee, wenn der Klügere nachgibt. Weil das heißt, dann wird die Welt ja irgendwann vor dumm regiert. Das ist jetzt auch nicht die klügste Wahl immer, dass der Kluge nachgibt. Die klügste Wahl, dass der Kluge nachgibt? Ja, aber wenn immer nur der Kluge nachgibt, dann wird die Welt ja von dumm. Du hast gesagt, das ist die klügste Wahl, dass der Kluge nachgibt. Nein, ich hab gesagt, das ist nicht immer die klügste Wahl. Und quer durch. Ich hab einfach nur, wie du direkt Damage kassiert hast. War das endlich etwas ungünstig? Ich hörte nur, wie sie alle auf dich rumscharen. Ich hab Schaden bekommen. Oh. Nee. 5 Stunden vorlaufen, mal mir ins Gesicht zu pissen und dann heulend und winselnd ankommen? Da haben wir gerne. Nein, das wird ignoriert. Ich hab Hunger. Ist mir egal, dass du Hunger hast, dann können wir das gleich jagen. So, irgendwo ist hier ein Den. Hör auf zu winseln. Junge, ich sag's dir. Gib mir was zu essen. Nein. Aber ich kann halt echt nicht so gut die Frau verkörpern. Aber wo ist denn Dan hier? Muss doch irgendwas Dan sein. Oh, hier, guck mal, hier ein Baum. Ne, hier. Der ist aber echt schick. Bin ich schon, ne? Der ist echt schick. Okay. Gut. Gehen wir jetzt den nächsten angucken. Ja, Hausbesichtigung. Aber wir machen Hausbesichtigung, Diggi. In der nächsten Folge schauen wir uns das weiter an. Sag doch mal Tschüss. Tschüss. Nochmal, bitte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.